Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Kingdom Hearts 2 Burst by Sleep. Zuletzt haben wir mit Aqua Nimmerland fertig gemacht und Venitas besiegt und haben dann noch einen kleinen Abstecher zur Insel, die Insel des Schicksals, gemacht. Und da hat Aqua auch noch Sora und Rico kennengelernt. Und ja, unterwegs danach haben wir Miki im Weltall fliegen sehen, bewusstlos. Und diesen werden wir jetzt schnell zu Jensets Turm bringen. Lustig wäre gewesen, wenn ich ihn wirklich im Schlepptau hätte und zur Disney-Stadt gehe und ihm Mini überbringe. Die würde sich jetzt dann nur grundlos Sorgen machen. Jenset kann ihm wahrscheinlich auch wirklich helfen. Gut, dann geht's ab zum mystischen Turm. Der zum Glück ja nicht mehr so groß ist wie bei Kingdom Hearts 1 und 2. 2. In 1 waren wir hier gar nicht. So, ich wollte gerade sagen, hier liegen sicherlich noch Kisten rum. Ein Finalelixier. So, greife ich euch mal an. Ich brauche nämlich eigentlich, aber die sind zu schnell tot wahrscheinlich. Goldrausch muss ich nämlich noch ein paar Mal machen. Und ich vermute, dass ich das Level Up bei Goldrausch kriege, indem ich den Gegner dann treffe und das Gold einsammle. Ich glaube, dann steigert die Fähigkeit sich. Deswegen mache ich jetzt keine andere magische Attacke, weil ich dadurch ja immer eine andere Ausrichtung, Spezialisierung provozieren würde. Magnega ist neu. Aber ich wollte eh gucken. Und ja, es ist tatsächlich gestiegen. Dass dann immer Fusion leuchtet, nur wenn man was Neues bekommen hat. So, die ist zwar stark. Obwohl, ich kann sie noch drinnen lassen. Zielsuchmaschine kann ich herausnehmen. Da ist es. Ist noch was neu? Ach so, das wird sicherlich das finale Elixier sein. Yep. Ach so, das hatte ich schon. Ach, da hinten war das andere. Ich wusste doch, hier war noch eins. Ein Leuchtkristall. Das wird die Karte sein. King Mickey! Aqua, the stars bring me grave news. Master Ericus's star has blinked out. I am afraid that means he has been struck down. The Master? Who is responsible? Master Xehanort and Terra. No! That's absurd! Terra would never! I hope with all my heart that you are right about your friend. There are some things even stars cannot tell me. Where is he? Where can I find Terra? Terra's heart is leading him to the ancient Keyblade graveyard, where wielders of those weapons once waged war. All right. I have to go after him and see if it's true. Be on your guard. Konnte ich gar nicht den Tempel erkunden. Den Turm. Terra. Ben. Please just be safe. I'll find a way to get you out of this.
Du kannst jetzt zu Donald einen Dimensionslink herstellen und zu Goofy auch. Und wir haben Xehanorts Bericht 4 erhalten. So, ich gehe nochmal ganz kurz rein. Studierzimmer des Zauberers, bin ich gleich oben. Das ist doch auch praktisch. Denn da ist bestimmt noch einen, wenigstens einen Sticker. Nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann draußen einer war, den ich nicht gesehen habe. Bisher war doch in jedem Gebiet eigentlich einer. In Kisten ja auch. So, bevor ich aber zum Schlüsselschwertfriedhof gehe, will ich nochmal ganz kurz zur Mirage Arena. Weil wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwie ein Item, was ich bei Terra, bei Aqua kaufen muss, was es bei den anderen nicht gab. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Multishock. 3 Slots. 1800, das ist ja heftig. Hier sind auf jeden Fall die Tickets jetzt alle verfügbar. Die habe ich wahrscheinlich schon. Armee-Ticket. Ich kaufe es einfach mal. Und hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Formeln. Geheimes Erz kenne ich auch noch nicht. Ultra-Angriff. Mhm. Naja, rein theoretisch müsste man ja dann, wenn man so weit gekommen ist und durchgespielt hat, der dann mit jedem Charakter noch ein paar Mal durchspielen, beziehungsweise da dann diverse Sachen noch machen zum Trainieren. Die Arena-Kämpfe und was nicht alles. Items suchen. Fähigkeiten. Um dann nochmal durchzuspielen, damit es wieder synchronisiert wird mit dem Speicherstand, den man schon hatte. Mit dem Gesamtbuch. The three of us will always be one. Der Schlüsselschwertfriedhof und damit die letzte, das letzte Kapitel. Ich finde es so witzig, dass alle Charaktere von derselben Stelle hier reinkommen beim Schlüsselschwertfriedhof. Und laut Videosequenz kamen sie auch alle gleichzeitig an. Aber wir sehen uns ja hier gar nicht. Und das andere Ding ist, laut Videosequenz kamen sie alle drei aus unterschiedlichen Richtungen. Und wenn das da vorne wirklich das Gebiet ist, dann gibt es nur einen Eingang. Und der ist quasi ja von hier. So, hier war doch irgendwo ein Puzzleteil. Ach, da ist es. Oh, komme ich nicht ran? Ach so, doch, ich habe doch einen Doppelsprung. Hip, 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 hip.
kommt mein absolutes Hassgebiet. Wobei es mit ihr vielleicht geht, dadurch, dass sie magisch ist. Level up und Attacke hoch. Also mein Schaden ist schon echt super mittlerweile. Oh, Schattenspringer ist die neue Fähigkeit. Da bin ich mal gespannt, die gucke ich mal an. Ich treffe damit sogar die, die eigentlich... doch nicht ganz. Die blocken können. Das Jumpen ist auf jeden Fall cool. Oh, die Nerven. Schade, ich habe nicht den Finisher mir angucken können. So, ich muss nochmal Goldrausch machen, aber ich will gegen den Fetten. Schade, jetzt habe ich doch... Na doch, ich habe beide. Ich will die Fähigkeit wenigstens noch vor Bosskampf upgraden. Negat Level Up. Ich habe gar nicht geguckt, wie die Levelanforderungen für das Level waren, aber locker bestimmt noch eins mehr als vorher. Die machen nämlich gut Schaden. Jetzt, wo sie schön auf einem Haufen stehen. Angriff wurde zur Überraschung. Ich glaube, jetzt habe ich es bekommen. Obwohl ich nicht Dings gemacht habe. Wer weiß, wovon das abhängig ist. Aber muss ich gleich mal drücken, um sie zu wechseln. Und zwar... Okay, hier ist auch was passiert. Ach, ich lasse das so. Obwohl. Aero, dann nehme ich doch lieber Feuer rein. Zum Beispiel das. Damit ich wirklich noch ein bisschen mehr Schaden mache. So, Abschlusskommando. Ist zur Überraschung geworden. Um Kugeln zu erhalten. Langsam, das klingt doch gut. Aber das finde ich eigentlich cooler. Eigentlich würde ich ja normalerweise das hier nehmen, damit ich die da oben kriege. Ich kann es ja mal machen, um zu gucken. Aber ich habe momentan, glaube ich, keine Feuerfähigkeiten drin. Ich guck mal, was als normales passiert, wenn ich es mache. Ich finde die so böse. Level up in Magie hoch. Das Schöne ist, dass ich durch mein Training und durch meine starken Fähigkeiten hier die ganzen Gegner, wie man sieht, sehr gut down kriege. Dadurch kann ich umso besser noch trainieren, weil ich sie halt so schnell kriege. So, hier ist wieder eins. Alles Status-Items.
Ja, die Folge wird ein bisschen länger werden. Okay, hier haben wir wieder das. Was sagt ihr mal? Oder ist das eher so ein Terra gewesen? Ich kann einfach stehen bleiben. Deswegen ist es bei Profi gar nicht so schwer, wenn man trainiert. Aber gut, Bosskämpfe ist ja eh nochmal was. Eine Liga für sich. So, jetzt gehe ich einfach mal den hinteren Weg lang. War hier nicht eben auch noch ein Feuer? Es ist verschwunden. Dafür kommt das jetzt von alleine an, auch geil. Keine Chance. Apropos D-Link-Punkte. Ich habe da noch Peter Pan. Mensch, das geht hier echt so schnell. Ja, bei den anderen bin ich zum Teil verzweifelt an den Kämpfen. Aber gut, ich habe ja Magie jetzt auch mit der Waffe noch gepusht bei ihr. So, D-Link wollte ich machen, Peter Pan. Ich weiß gar nicht, was das attributsmäßig bedeutet. Ob es nur andere Skills sind, aber die Attribute bleiben die, die ich habe? Wahrscheinlich. Oh, der hat so wenig Fähigkeiten. Vor allem nichts zum Heilen. Da war's doch. Schafft. Levitas. Du bist mir egal. Ach, eigentlich mache ich doch gut Schaden. Ich kann es ja mal ihn töten. Uah. Das hat Schaden gemacht. Aua, ich könnte mich gerade nicht wehren. Au. Ich muss Peter Pan beenden, sonst komme ich nicht mehr lebend hier raus. Scheiße. Genau das meinte ich. Oder habe ich mich verguckt? Ja, nee, es sieht trotzdem als hätte ich es geschafft. Also Peter Pan hatte immer noch das Item, was ich bekommen habe. Das Gefühl hatte ich schon mal bei Kämpfen, wo ich nochmal neu gemacht habe, dass ich die Erfahrung, die ich währenddessen bekommen habe, behalten habe. Ach geil, er teleportiert sich immer zu den Gegnern. Das ist natürlich eine schöne Fähigkeit. Wenn ich dann auch zum Angriff komme und der Gegner sich nicht so blöd bewegt. Schade, ich hätte gerne mal die Fähigkeit gesehen. So, mal ganz kurz gucken. Ich habe da bestimmt wieder neue Kommandos bekommen. Beziehungsweise habe vielleicht ein paar. Magneger und Fesseln hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Machen wir mal irgendwas, was Magie verstärkt. Gewitter hatten wir zwar.
Schade, ich würde es gerade aufmachen. Wir sind schon bei 20,5, aber wir sind ja gleich beim Speicherpunkt. So putzig, der Kleine. Das ist lustig, wenn man zwei gleiche identische Fähigkeiten reinpackt und dann gleich mehrere Level-Ups auf einmal kriegt. Geschafft. Ging echt super schnell, bei den anderen war ich mindestens doppelt so lange in den Kämpfen drin. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich habe kein Puzzleteil gesehen. Dann ab zum Save Point. Hey Mokri, alles klar? Was kostet denn das eigentlich? 1800. Wenn die nochmal verstärken kann. Zweimal Vollgasalve. Wirrbarriere. Verwirrt den Gegner. Das habe ich doch noch nicht. So, da muss ich doch gleich mal schauen. Kommando, halt, was war falsch? Na gut, da kann ich auch nochmal reingucken. Nee, kam nichts Neues. Barriere, mache ich jetzt einfach Wirrbarriere draus, oder was? Ja. Ich habe das Gefühl, bei den anderen hätte ich mehr Fähigkeiten gehabt. Na gut, ich werde hier erstmal pausieren. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann!